Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einem neuen Part Fußballmanager 2013 Reloaded mit der Datenbank 1415 hier bei eurem SingsMeet und damit herzlich willkommen zum Mittwochsvideo, den 3. Dezember 2014 und der 39. Gesamtpart. Wir sind hier heute vor dem 27. Spieltag. Die dritte Runde schließen wir heute ab mit der Begegnung gegen Dumbarton in Dumbarton gegen den Tabellen-7. Die weiteren Begegnungen Lower Athletic gegen Falkirk, Hearts of Midlothian gegen Cowdenbeath, Highburn in Edinburgh gegen Livingston und Queen of the South gegen Raith Rovers. Und damit würde ich sagen, tauchen wir dann rein in den 27. Spieltag, Textmodus, sagen, heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen und damit auf geht's, Glasgow! Und damit moin moin und herzlich willkommen hier in Dumbarton zum 27. Spieltag. Erste Minute, erste gute Möglichkeit, John Daly mit einer tollen Einzelleistung. Zunächst setzt er sich gegen Graham wunderbar durch, überwindet Trindley mit einem trockenen Schuss aus 16 Metern. 1:0, 20. Tor von John Daly. Blitzstart würde ich das mal meinen hier. Und wir sind voll konzentriert. Dann würde ich sagen, gehen wir doch auch gleich in die Offensive. Da wir ja hier schon bereits mit 1:0 führen, brauchen wir uns da keine Sorgen zu machen. Haben jetzt auch die nächste Chance. 9. Spielminute. 100%ige. Ian Black wird von Ryan Gold wunderbar angespielt und kommt auf 20 Metern zum Abschluss. Ein Schuss wie ein Strich. Grindler reagiert erst gar nicht. Und wir haben das 2:0. Von Ryan Gold, von Ian Black, okay. Klasse, siebte Vorlage. Und damit führen wir hier bereits mit 2:0 nach 9 Minuten. Jetzt die Chance hier vom Gegner, eine abgefälschte Flanke von Hugh Murray landet am kurzen Pfosten. Cameron Bell reagiert zu langsam und Mitchell Magginson verwandelt zum 1:2. Klasse, da haben wir das Gegentor. Durch Mitchell Magginson, siebtes Tor in der Saison, dritte Vorlage von Murray. Und Dumbarton hat damit zum ersten Mal seit 395 Minuten wieder ein Tor erzielt. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Und wir haben die Chance, 16. Minute, 100%ige. Kevin Kyle wird von Muniel Haddadi steil geschickt, kommt auf 20 Metern frei zum Schluss. Der wird immer länger und geht schließlich wenige Zentimeter im langen Pfosten vorbei. Grindley war in der Ecke, hätte wohl keine Chance mehr gehabt. Schade. Der Gegner ist eher defensiv ausgerichtet im Moment, 20. Minute. Nächste Möglichkeit, schönes Kombinationsspiel von uns. Über verschiedene Stationen läuft der Ball durchs Mittelfeld. Aber Ryan Gold wird dann letztendlich von Glenn Johnson mit tollem Einsatz, Körpereinsatz derart bedrängt, dass er am Ende den Ball verliert hier. Also, nicht die Möglichkeit, aber wir bleiben dran. Nächste Möglichkeit, Templeton passt bei einem Konter auf Kevin Kyle. Der vom linken Fünfer-Eck abzieht, dann aber im Torhüter Grindley seinen Meister findet, der den Ball hier im Nachfassen begraben kann. Und Christopher Chillier jetzt mit der gelben Karte nach einem Trikottest an Mitchell Magginson. So, ist unser Jungfranzose geliehen vom SC Freiburg jetzt früh verwarnt. Und wir haben die Chance, durch Freistoß von Ian Black. Ian Black mit einem tollen Freistoß, der sich im letzten Moment senkt und es John Daly erlaubt, zum 3:1 einzunetzen. Klasse! John Daly, 21. Saisontor, 11. Vorlage von Ian Black. Damit sind wir auf einem wirklich wunderbaren Weg hier. 45 Minuten pünktlich Schluss hier in Dumbarton, die erste Halbzeit, und wir führen mit 3:1. Würde ich mal sagen, standardgemäß. So, haben hier noch einen Viererpack an Vieren. Motivieren wir gleich mal. Und Daly, den wir eigentlich loben können heute mal. Von der Frische können wir hier dann nochmal anpassen. Halbzeitansprache, sag mal, so haben wir uns das vorgestellt. Und dann gehen wir rein in die zweite Hälfte. Jetzt erstmal Gasparotto, der zu seinem Einsatz kommt. Da müssen wir ja soweit nichts einstellen. Wir haben ja nichts umgestellt.
Von daher tauchen wir rein in die zweite Hälfte. Wünsche euch erstmal viel Spaß. Hoffentlich bleibt es hier schön spannend, beziehungsweise schön einseitig für uns. 3 zu 1 momentan die Führung. Sagt man doch gleich mal voller Angriff. Denn wir wollen hier möglicherweise noch ein Tor schießen, aber jetzt am Barton. Steven McDougall auf Magginson. Aber der stand hier im Abseits. Aber dann Barton hier gleich mit der nächsten Chance. Aber unser Schlussmann Cameron Bell kann das souverän entschärfen. Tor oder nicht Tor in Dumbarton. Hier geht es jetzt richtig rund. John Daly mit einem vermeintlichen Tor. Aber die Frage ist, ob der Ball wirklich drin war. Smith hatte den Ball in höchster Not noch herausgeschlagen. Das wird jetzt unheimlich schwer zu entscheiden. Schiedsrichter konsultiert seine Assistenten und zeigt zur Mittellinie Tor. Die Zeitlupe zeigt eindeutig, dass die Entscheidung korrekt war. 4 zu 1, drittes Tor von John Daly an diesem Tag hier. Yes. 22. Tor in der Saison, drittes Tor heute von John Daly. Einfach nur klasse Leistung. Unsere Spieler wirken gelangweilt. Oh Mann, unser Daly scheitert hier an Quintley. Dennoch ein schöner Angriff. Ich will hier auf 50%, 49, naja, ist in Ordnung. Und wir haben die nächste Chance. 59. ein schneller Angriff der Glasgow Rangers. Zefane ist zunächst vorbei am Barry. Der Flu versucht, den in der Mitte lauernden Kyle in Szene zu setzen. Misslingt aber völlig schade. Und jetzt schicken wir dann auch gleich mal John Daly raus. Guter Angriff der Glasgow Rangers, aber Rheingold ist da viel zu unkompliziert. Sein schwacher Schuss geht klar am Tor vorbei. Erstmal die Information über das ausverkaufte Stadion hier in Dumbarton. Und jetzt die Einwechslung von Anthony Martial für Sean Daly. So, Brian Punti kommt jetzt für Mitchell Magginson in die Partie, also ein neuer Stürmer von Dumbarton. Um den kümmert sich jetzt hier der gute McGregor, der eine 75 hat. Was für eine Leistung. So, und wir wechseln dann auch gleich nochmal. Und bringen hinten links nochmal Signorino für Getscherini, der heute wirklich erschöpft war, wie man hier sehen kann von der Frische. Und wir passen das dann auch gleich nochmal an. So, jetzt erstmal der Wechsel. Der Franzose Signorino kommt für den Italiener Gaccherini. Wir haben die Chance, Freistoß Ian Black. Ein Freistoß aus 28 Metern wird von Black geschossen und Brindley rettet hier zur Ecke. Wieder die Ecke von Ian Black, erste in dieser Partie jetzt heute. Schwieriger Kopfball von Kevin Kyle, aber Stephen Brindley geht auf Nummer sicher und lenkt den Ball über die Latte. Also nicht die Chance. Jetzt die Ecke von Ian Black. Zirkelt ein Eckball von der rechten Seite mit viele Feen im 5-Meter-Raum. Dort setzt sich Martial im Duell mit Scott durch. Kann den Ball nicht richtig drücken. Klar drüber. Quintley hebt die Hand. Und fordert wohlmöglich den nächsten Ball. 69. Minute. Nächste Möglichkeit. Martial setzt sich links gegen 2 durch. Passt dann auf den Elfmeterpunkt auf Rheingold, der auf Muniel Haddadi zurücklegt. Doch dessen Schuss geht drüber. Schade, nicht das fünfte hier. Aber wir haben ja noch 20 Minuten Zeit. Sind jetzt wieder am Drücker. Jetzt haben wir hier den roten Ball. Also sind sehr aggressiv. Aber Kyle hier nur ans Hintertornetz. Wir sind drauf und dran, hier das fünfte Tor zu machen. Aber es gelingt uns nicht. Jetzt erstmal der Wechsel von Greeny für Andy Graham hinten in der Innenverteidigung von Dumbarton. Wir haben die Chance. 77. Spielminute. Gasparotto schaltet sich da entschlossen in die Kampfbemühungen der Rangers ein. Sein Pass landet bei Kevin Kyle, der ist zunächst Scott Smith Nord und dann Martial steil schickt. Dieser scheitert jedoch am herausstürzenden Grandley, dennoch ein schöner Angriff. Wir haben die nächste Chance. 78. Minute. Gasparotto verzieht aus zentraler Position einen Schuss aus gut 20 Metern deutlich. Abstoß. Da war mehr möglich. Jetzt noch 10 Minuten. Trainer Jack Ross wirkt irgendwie ausgezehrt und erschöpft. Kann ich mir vorstellen.
Aber seine Mannen machen hier jetzt was. 82. Minute, verunglückte Kopfabwehr. Er trifft hier aber nur Kevin Smith. Aber dennoch dann Barton hier mit der nächsten Möglichkeit. 83. Der Schussversuch von Brunty. Von der Strafraumgrenze wird abgeblockt. Aus dem Hintergrund rauscht Thompson heran und zieht flach aus 22 Metern ab. Der Ball fliegt ins linke Eck. Bell sieht nicht gut aus. 2:4 der Anschluss. Glenn Thompson mit dem zweiten Tor. Und Cameron Bell heute mit einem eher schlechten Tag. Jetzt haben wir die nächste Chance. El Haddadi. Da von links flanken findet Martial. Der eingewechselte Stürmer dreht sich geschickt um Greeny und zieht unhaltbar. Aus 9 Metern ab. Klasse. 5:2. Anthony Martial mit seinem 11. Tor in der Saison. 7. Vorlage von Munir El Haddadi. Das sagt man doch jetzt mal. Kontrolle übernehmen. Chance für Dumbarton. 88. Minute. 100%ige. Kevin Smith taucht plötzlich alleine vor Bell auf. Doch statt zu schießen, schlägt er einen Haken und vertändelt so die Chance. Und noch eine Minute Nachspielzeit hier in Dumbarton. Bevor dieses torreiche Spiel hier zu Ende geht. Und wir setzen uns mit 5:2 gegen Dumbarton durch. Fazit. Verdienter Sieg für die Glasgow Rangers, dass sie ihre Chancen im Gegensatz zu ihren Kontrahenten genutzt haben. Zu den Statistiken 62-38% Ballbesitz, 18-6 Chancen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Nachbericht wieder. Und damit herzlich willkommen hier zurück zum 27. Spieltag der Scottish Championship mit der Begegnung Dumbarton gegen Glasgow Rangers hier in einem Nachbericht. Wir gewannen 5:2 in Dumbarton. Spieler des Spiels heute John Daly mit einer 1,0 und 3 Toren. Unsere Ansprachen haben funktioniert. Beim Gegner der Torhüter noch bester Mann mit einer 2,5. Ansonsten war das eher eine schlechte Leistung. Martial noch mit einer 1,0 durch sein Tor. Genauso wie Ryan Gould, der hier eine 1,0 bekommen hat. Cameron Bell und Gaccherini waren heute mal eine Ausnahme, genauso wie der gelb verwarnte Christopher Julien, der mittlerweile, glaube ich, 6 Karten haben müsste. Ja, 6 gelbe Karten. Einschlägiger Rekord hier. So, Statistiken. Dort sehen wir es hier nochmal in der Übersicht. 13:4 Schüsse, 15:5 Chancen und 62-38% Ballbesitz. John Daly, Spieler des Spiels. Bei Temperaturen von minus 4 Grad. Jetzt zu den Ergebnissen. Queen of the South gegen Race Rovers, 2:2 Lower, 1:0 gegen Falkirk. Heart of Miss Lothian 0:0 gegen Cowdenbeath. Hibernia mit dem 2:1 und wir mit dem 5:2 gegen Dumbarton. Ian Black wurde bereits zum 7. Mal in die 11 des Tages gewählt. Gute Leistung von ihm. In der Tabelle haben wir 17 Punkte Vorsprung auf Hibernia in Edinburgh. 9 Spieltage sind noch zu spielen, 27 Punkte zu holen. Also das heißt, wir haben bald die Entscheidung zum Aufstieg. Jetzt der Blick in die Premiership, dort Celtic mit 11 Punkten Vorsprung auf St. Johnson. Jetzt der Blick nach Österreich, Austria Wien vor Salzburg. In England immer noch Liverpool vor Chelsea. In Deutschland FC Bayern vor Schalke 04, Dortmund und Hoffenheim. In den Regionalligen haben wir zuletzt nicht geschaut, in der Nord Hannover 2 vor Wolfsburg 2. In der Nordost-Berliner AK vor der zweiten von Hertha. Regionalliga West, Viktoria Köln vor Sportfreunde Lotte. In der Südwest, TuS Koblenz vor Saarbrücken. Und in Bayern, dort sehen wir den FC Bayern 2 vor FC Augsburg 2. Zu den Stimmen, da sagte heute Jack Ross von Dumbarton, ich habe vorher gesagt, dass all meine Spieler 120% hätten geben müssen. Das ist eben nicht passiert. Und Joe T. aus Glasgow sagte, das Spiel hatte Eishockey-Charakter, es hätte auch 8:5 ausgehen können. Spieltagsstatistik sehen wir heute 3 von uns in der 11 des Tages mit Martial, John Daly und Ian Black. Und Spieler des Tages wurde Anthony Martial, klasse Leistung. Teamleistungsschnitt von 2,73 in der Saisonschnitt von 2,84, beste Spieler. John Daly jetzt mit 2 Toren in Front, klasse Leistung. Und nach 27 Spieltagen John Daly notenbester Spieler mit einer 2,5. Und Fairplay sind wir nach wie vor fairste Mannschaft. Können weitergehen, sehen jetzt erstmal die Bewertung der Neuzugänge. Sensation Gaccherini
Bewertung nicht möglich, Delhi, Bell und Law. Okay, alles klar. Weshalb auch immer. Weshalb ein Fehler der Datenbank. So, Law verlängert bei den Glasgow Rangers, also hat auch diese Verlängerung hier funktioniert. Lokal sind Glasgow Rangers Durchmarsch, Fragezeichen, bald Ausrufezeichen. André Breitenreiter startet durch beim SC Paderborn, dem Tabellen-15., die sich hier gut halten in der Bundesliga. Dann können wir weitergehen. Sehen jetzt hier wahrscheinlich ein paar Vertragsverlängerungen und Wechsel. Okay, es sind durchweg einige passiert jetzt für den Sommer. Zu Niger wechselt da, zu Liverpool für 14,5 Millionen. Bruno Cortes zu Werder Bremen für 4,2. Selçuk Alibas zu 1860 für 500.000 Euro. Ansonsten nichts Interessantes hier mehr dabei. Nee, sieht nicht danach aus. River Plate ist nicht das River Plate. Nee, von Aruba. Okay. Man United hat verlängert mit De Gea und Phil Jones. Valbuena im Fokus von Paris Saint-Germain. Davide Zanton im Fokus von Barcelona. Und immer noch der ewige Dieter Hecking hier. So, Harun wurde jetzt hier noch gescoutet. Auf die 7 kommt auf eine 70. So, Martial erreicht neue Erfahrungsstufe, hat jetzt die 2, das heißt minus 2. Und er kommt so auf eine 69, Grundstärke 68, klasse. Mannschaft der Woche, Ian Fleck, Martial und Delhi. Delhi, können wir mal sagen, du trainierst sensationell. Ian Black kann man wahrscheinlich auch reden. Topform, nee. Das ist eher unnötig, was wir da sagen könnten. Und ich will jetzt mal gucken, Transfermarkt, ob irgendwas Ablösefreies noch hat zur Verpflichtung. Die verlängern ihre Karriere, beenden ihre Karriere. So, mal gucken, ob was dabei ist. Ah, doch, es ist ein bisschen was dabei. Aber alles aus unserer Liga. Bienvenue. Da könnte man es wiederum nochmal versuchen. Da sind die Hearts mal wieder mit dabei. Die werden bestimmt auch wieder den Zuschlag kriegen. Kennt's doch. Höherklassiges Angebot, Auslandsangebot zu 100%. Option kriegt er mit jährlicher Erhöhung von 5%. Anteil am nächsten Verkauf 10%. Eine Torprämie noch von 1000. Dann gucken wir mal. Sag mal jetzt mal Stammplatzgarantie. Mannschaft wird im nächsten Jahr verstärkt. So, 450.000. Mal schauen. So, dann haben wir hier noch Popöpon, der eine 67 hätte. Von Valenciennes. Marcel Appia. Kennt man ja vom von Arminia Bielefeld. Ist ablösefrei nach Nijmegen gewechselt. Hat eine 62. Mit 24 wäre auch noch entwicklungsfähig, bestimmt. Mal gucken, wir können es ja versuchen. Muss ja nicht gleich funktionieren. Zur Not können wir ihn ja verleihen. So, Nichtaufstieg, ablösefrei. Anteil bekommt er 10%, jährliche Erhöhung. Machen wir mal 3%. So, das wird er nicht brauchen, das Handgeld. In der Regel spielen, sagen wir mal, einige Male zum Einsatz kommen. 2-Jahres-Vertrag und 150.000.
So, mal gucken, ob sonst noch irgendwas Interessantes möglich wäre. Man könnte es wieder bei Humalo versuchen. Bei dem es ja in der Winterpause gescheitert ist. So, versuchen wir es einfach mal nochmal. 8%, nee, 10%. Jährliche Erhöhung 5% ist in Ordnung. So, Stammspieler, sag mir mal, nächstes Jahr verstärkt. So, das nehmen wir hier mal raus. So. Mal schauen, ob das funktioniert. Ansonsten ist, glaube ich, nichts Interessantes dabei. Aristide Bonse. Na, das wär's ja. Der Burkina Faso-Ianer, wo mal bei Mainz war. Barantes Bayard hier. Von West Bromwich. Kommt auf eine 64. Wären an sich auch ein paar interessante hier. Gilberto Silva, den kennt man ja noch. Aus seiner Zeit beim FC Arsenal hier. 6 Jahre dort gespielt, 170 Einsätze. Wäre noch mal ein alter Hund. So führt's 1 Jahr mit Option, hätte 2 Jahre. Warum nicht? Wir können es ja versuchen. Posten am Karriereende. Kriegt ihr jeweils noch eine Option mit. Und dann gucken wir einfach mal. Muss ja nicht unbedingt klappen. Wäre nochmal Erfahrung pur. 280.000 versuchen wir da jetzt mal. Nuno Assis, Benjani, der auch, glaube ich, mal in der Premier League aktiv war. Genau, hier Manchester City, auch mal in der Schweiz. So, dann können wir eigentlich weitergehen. Und gucken mal, ob die Transfers hier auch überhaupt klappen. So, Gilberto Silva möchte noch nachhaben. Machen wir doch, 350. Jugendspieler entdeckt, Humalo hat abgelehnt, Apia hat abgelehnt und Bienvenue wechselt zu Heart of Midlothian, war ja klar. Und wir haben einen Vierer, der neu dazu kommt. Richard Lang, nehmen wir doch mit, ganz klar. Da könnt ihr euch wieder drauf bewerben, falls ihr noch keinen Jugendspieler habt. Unsere B-Junioren gewinnen mit 3:0. Julian Schaub erzielt 2 Tore als Linksverteidiger. 11.000 würden wir bekommen, wenn wir gegen Dumbarton gewinnen. So, Humalo hat mal wieder abgelehnt. Bienvenue wechselt dann zu Heart of Midlothian. Und Apia hat abgelehnt, schade. So, Glasgow Rangers mit Angeboten neuer Dimension für Gilberto Silva. So. McNesser bleibt noch. Und das sagen wir jetzt einfach mal Stammplatzgarantie. So. Die Partie steht jetzt noch an hier gegen Dumbarton. Das wäre dann der 28. Spieltag. Und die letzte Runde. Wieder Topspiel, 1. gegen 7. Dann Livingston gegen Hibernian und Falkirk gegen Alloa. So, 12 News. Und Gilberto Silva wechselt ablösefrei zu uns. Also haben wir nochmal einen sehr erfahrenen Spieler dazu gewonnen. Der uns dann in der Premiership auf jeden Fall helfen kann. So, Leon Hopf Trainingsziel. Oliver Berlin. So, Galinat ebenfalls Trainingsziel. So, Heintl
ebenfalls mit einem erreichten Trainingsziel, zweien sogar. Max Münch Trainingsziel und Kelleker hat es geschafft, wahrscheinlich seinen schwachen Fuß zu verbessern. Klasse. So, dann gucken wir jetzt mal in den Kader. Gaccherini, da braucht noch, kann Signorino jetzt mal durchstarten. Ansonsten müssen wir nicht viel verändern. Cameron Bell, nur eine 8er Form. Zefane 9er. Da könnte Hutton jetzt mal zum Einsatz kommen. So. Machen wir wieder die obligatorischen 500. So, machen das wieder genauso wie in der letzten Folge, dass wir die gleichen decken. Und dann sehen wir uns in der nächsten Partie wieder gegen Dumbarton. Die letzte Runde startet. Und dann würde ich sagen,